Ja, ich grüße euch, meine lieben Freaks und Maniacs, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pack dat aus, der kleinen Videoreihe, in der ich mit euch zusammen Videospiele auspacke und genau unter die Lupe nehme. Ich bin Why the Tie und ich habe nichts Besseres zu tun und es ist endlich da. Über ein Jahr haben wir gewartet. Super Smash Bros. Für Wii U. Ich bin sehr müde, es ist sehr früh morgens heute. Heute kommt das Spiel raus, ich habe es aber seit gestern Abend schon und habe wirklich, wirklich hart daran gekämpft, es nicht auszupacken, bevor ich es nicht mit euch zusammen auspacken kann. Deswegen stehe ich hier heute um 6:30 und packe es mit euch zusammen aus. Ich habe mir nicht nur das Spiel geholt, sondern gleich 3 Amiibos dazu. Unglaubliche 15 Jahre ist es jetzt schon her, seitdem das erste Smash Bros. Auf dem N64 erschienen ist. Bis dahin haben wir hiermit den 5. Teil der Serie, wenn man den 3DS-Teil mitrechnet. Ansonsten wäre es der 4. Teil auf einer Heimkonsole. Ich freue mich wie verrückt, auch wenn ich es heute den ganzen Tag bis abends nicht spielen kann. Ganz egal, ich freue mich, das Spiel gleich auszupacken mit den 3 Amiibos. Wir nehmen sie genauer unter die Lupe, schauen es uns an, was das Spiel und was die kleinen Amiibo-Figürchen so alles können. Ich habe sie da unten liegen, gleich zeige ich sie euch. Aber erstmal an meinen Tisch. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder an meinem wundervollen Auspacktisch. Und da haben wir jetzt auch die 3 Amiibos dazu. Super Smash Bros. Für Wii U liegt dabei. Und ich habe unerwartet Hilfe bekommen von rechts außen. Der Herr Töbi ist noch mit dabei und guckt sich das Ganze mal mit an. Hat das Spiel selbst nicht und ist deswegen aus Neugier heute mal hier. Wunderbar. Er freut sich auch, ne? So, wir fangen mit dem Spiel an, denn die Amiibos möchte ich mir aufsparen. Bis zum Ende. Ja. Wow. Ich bin nervös. Total nervös. Fast ein Jahr jetzt drauf gewartet. Jeden Tag Picks of the Day geguckt. Vom Entwickler. Und gleich kann ich selber reinschmeißen. So. Das brauchen wir nicht, sagt er dann immer. Das brauchen wir nicht, das kann weg. Hier haben wir das Cover, vielleicht zum kleinen Vergleich nochmal. Das ist das Cover des 3DS. Man sieht, zumindest vom rein optischen her ähnlich gehalten, aber doch sehr unterschiedlich. Also hier alles zentral aus der Mitte und in Blau gehalten. Und hier auf dem 3DS in Rot und von der Seite nach oben. Rubinrot, könnte man sagen. Rubinrot. Aber hier sieht man es nochmal, hier ist das Cover mit den verschiedensten Charakteren schon vorne drauf. Mario, Pikachu, Link natürlich dabei, aber auch Samus. Relativ wenig Newcomer, außer jetzt hier den Villager und die Wii Fit Trainerin oben. Aber auch hier sieht man schon das Banner für Amiibo, wahrscheinlich das erste Spiel, wo man das Banner überhaupt sieht. Ab 12 das Ganze und einmal nach hinten. Da sieht man auch, optisch ist es ja sehr ähnlich gehalten zum 3DS. Aber hier nochmal ganz groß, bis zu 8 Spieler. Nintendos größte Prügelparade aller Zeiten. 8 Spieler, gab es bisher noch nie. Krass. Krasser Shit. Und ja, hier sieht man nochmal die Möglichkeiten zur Personalisierung, das heißt, den Charakter so aussehen zu lassen, wie man möchte. Kompatibel mit dem 3DS natürlich, das werde ich auch gleich erstmal probieren. Und Amiibo-Möglichkeit und wahrscheinlich die meisten Controller-Möglichkeiten jemals. Neben dem Gamepad die Wiimote einzeln, Wiimote plus Nunchuck, Pro-Controller, Wiimote mit hier der, wie heißt er denn, der Classic. Classic Controller, glaube ich, heißt er. GameCube Controller mit Adapter natürlich. So viele Möglichkeiten. Da wird man ja wohl 8 Spieler zusammenkriegen irgendwann mal. Im Grunde alles. Wir öffnen das Ganze. Und hier nochmal, ne? Für Nintendo Club Points, richtig. Mittlerweile habe ich doch wieder ein paar zusammen. Jetzt von Bayonetta auch. Und vielleicht wird da ja bald mal wieder eine Prämie auftauchen. Das ist
Grau und langweilig, das kann weg. Das ist die Anleitung. Wieder mal ein farbiger Flyer. Steuerung wird da gezeigt. Alles diesmal mit dem schwarzen Gamepad und dem schwarzen Pro-Controller etc. Und auf der anderen Seite das Ganze nochmal mit dem DS und mit dem GameCube-Controller. Das heißt, da wird nochmal jede Steuerung ordentlich präsentiert. Mit dem DS steuerbar? Mit dem DS. Du kannst praktisch auch den DS als, ja, als Controller benutzen. Das wäre nochmal doll. Ich habe mir sagen lassen, funktioniert sehr gut. Tatsächlich. Also du hast auch keine Überbrückungsschwierigkeiten oder sonst irgendwas. Ja, da haben sie sich mal was einfallen lassen. Nicht? Da haben sie sich was einfallen lassen. Kein Wendecover dabei. Auch mal wieder schade. Hier sieht man nochmal das Artwork vorne drauf. Leicht versetzt, sodass man hier viel mehr weiß hat. Das Ganze kommt also viel mehr von rechts. Sieht aber auch sehr hübsch aus. Da haben wir schon mal das Spiel. Aber das ist ja gar nichts Besonderes. Das ist ja überhaupt gar nicht das Highlight des Ganzen hier, sondern das Highlight haben wir hier. Mit den drei Amiibos, die ich mir geholt habe. Und zwar Link, Mario und Samus. Und du darfst jetzt gerne mal entscheiden. Präsentieren. Du darfst gerne mal entscheiden, mit wem wir anfangen von den dreien.